Ah, Hologramm. Das ist ja frieren. Na, wo willst du hin? Okay. Bisschen runter. Okay, geht doch. Verdammt, geh! Schließ diese Tür auf! Nein, nein, hör zu! Er hat die Schubdüsen manipuliert. Wenn ihr den MPT startet, treiben wir entweder weg oder die ganze Arche explodiert. Nur MacArthur kann die Verbindung wieder genehmigen. Wir kümmern uns gerade um ihn. Aus dem Weg! Nein! Arlo? Durchbrich die Tür! Seid ihr verrückt? Ihr werdet noch... Leck festgestellt. Bereichssperrung folgt. Gigi? Ich bin Panoptikon. Ist Labos okay? MacArthur? Isaac! Howard! Das Schiff hat ein Loch! Wir werden gleich... Tragisch, so zu sterben. Ted war während dem Aufstand am Panoptikon. Wusste ich doch. Da müssen wir als nächstes hin. So, aktivieren. Gut. Okay. Okay, dann einmal ausrichten und hoffen, dass jetzt nichts schief geht. Na? Ist jetzt alles okay? Die schönste MPT-Verbindung ist, die ich je in meinem Leben gesehen habe. Komm wieder zurück, dann brechen wir auf. Ich bereite Habitats für den Start vor. Okay, bis bald. Erst finde ich Dad. Oh, oh, ich wollte gerade schon sagen. Das jetzt wieder ganze zurückgehen. Das geht jetzt mit dem Rover weiter. Oh. Es ist offen. Bin auf dem Weg. Okay. Warum ist es jetzt auf einmal offen? Einfach so. So, warum ist es jetzt hier so special? Oh. Oh nein. Ela, meinst du, das könnte? MacArthur. Oh, das ist aber nicht so gut. Hm. Optikum-Terminal hat MacArthur die gesamte Kolonie von hier aus überwacht. Er hatte die vollständige Kontrolle über sie und alle ihre Bewohner. Ah. Wieder dechiffrieren. Weiter weg? Nee, oder? Wo muss ich denn hin? Schon irgendwie hier hin? Näher ran? Nee, das kann es nicht sein. Das war schon mal nicht so schlecht. Na, rauf. Okay. Es gibt keinen Ausweg, MacArthur. Mach auf! William, es reicht jetzt wirklich. Verbinde Labos und wir klären das. Du, ich und Rosa. Ihr macht beide unser gemeinsames Werk hier zunichte. William? Hörst du mir überhaupt zu? Anzug an, Isaac. Was machst du denn? Zieh... den Anzug an. Outward, hier spricht MacArthur. Wenn die Aufrüber nicht umgehend abziehen,
lege ich die Arche Habitas still. William, nein. So tötest du alle. Nicht alle. Schalte die Sauerstoffversorgung ein. Da draußen sind noch Leute, die an Outward glauben. Die unschuldig sind. Möchtest du die etwa auch opfern? Nur ich bin stark genug, uns zu retten. Ich tue das Notwendige. Also ja, Isaac, werde ich. Ist Labos okay? Mit Arthur. Isaac! Hogwarts! Das Schiff hat ein Loch! Wir werden gleich... Hey! Arche Labos! Kann mich jemand hören? Bitte kommen! Labos, bitte kommen! Menschen des Mars. Hier spricht Isaac Johansson. Es, kommt bitte zur Arche Vita. Kommt alle. Wir müssen da rein, Ayla.
Entschuldigung. Oh, war mein Mikrofon jetzt vorher gemutet? Oh, scheiße. Das muss ich doch mal checken. Bitte funktioniere. Bitte verschlüsselte Funkübertragung genehmigen. Argus, genehmigen. Ich kann's nicht fassen. Mondbär. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Du fehlst mir. Wenn du das hörst, weißt du, von wo aus ich es sende. Vor 2 Jahren verlor Outward die Verbindung zur Arche Labas, zur Hauptstromquelle. Ich bin in Arche Vita, die du auf dem Mond gesehen hast, als du klein warst, weißt du noch? In dieser Funknachricht ist der genaue Standort von Arche Vita verschlüsselt. Ich spiele es jetzt ab. Ayla entschlüsselt es. Hör zu, Mondbär. Ich lebe noch. Komm und find mich. Bitte. Übertragung fehlgeschlagen. Verdammt! Ich habe Claire immer wieder gesagt, dass du dafür nicht bereit bist. Der Situation nicht gewachsen bist. Doch das zu verschweigen? Wir gehen. Jetzt. Tu nicht so fromm. Wie bitte? Ich weiß, dass du mich nur mitgebracht hast, damit sich mein Dad erweicht und friedlich mit uns kommt. Damit ihr ihn dann wegsperren könnt. Ja, er gehört doch weggesperrt. Entweder das... Oder? Plan B? Was ist mit unseren Waffen? Hab sie entsorgt. Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Du hast so viel Potenzial, könntest so vielen helfen und wirfst das alles weg, nur wegen deinem verdammten Egoismus. Sarah, das ist nicht der richtige Weg. Claire wäre so enttäuscht, dass du genauso geworden bist wie dein Vater. So stark und doch schwach. Du hast die Waffen mitgebracht. Wozu? Vergeltung? Dich trieb der Schmerz an, Sarah. Wer ist hier also schwach? Du weißt gar nicht, was ich durchgemacht habe. Ich will hier das Richtige tun. Ich will hier alle retten. Wie denn ohne Arche Vita? Brauchen wir sie nicht? Oder bist du nur zu feige, meinem Vater ohne Waffe gegenüberzutreten? Ich gehe zur Arche Vita und finde dort meinen Vater. Nicht in 1 Million Jahren. Ayla, jetzt! Sarah? Nee! Kathy! Ja, richtig gute Vibes hier. Cool. Ah, wird jetzt erstmal richtig spannend. Arugisch hat freigeschalten. Harte Zeiten. Du bringst hier alles in Gefahr. Komm sofort hierher zurück. Ah, nö. Du gefährdest die ganze Mission. Was ist überhaupt der Ausgang? Ich glaube, der war da hinten, oder? Hä? Die ist zu? Was muss ich. Hä? Was muss ich machen? Ach, da geht's runter.
Oh, Moment. Oh, dachte schon. Müssen wir vielleicht wieder ein Rätsel lösen. Nee, du lässt mich jetzt aber nicht wirklich alles wieder zurücklaufen. Wo ist der Rover? Was jetzt richtig fies wäre. Bist du etwa lebensmüde? Komm zurück, sofort. Ja, jetzt ist ein bisschen zu spät. Finale. Also stimmt, schaut es auch gar nicht aus mit dem Sturm. Wobei, an der Stelle muss ich mal ganz kurz einen Cut machen. Ich muss mir das schnell anschauen, ob ich da hinten tatsächlich das Mikrofon die ganze Zeit aushalte. Also, für euch ist es nur ein kleiner Schnitt. Geht gleich weiter. Okay, ich bin wieder da. Geh mal fortfahren. Gleich wird es richtig spaßig. Ah, da ist der Rover. Nice. Den hätten wir hier vielleicht sowieso nicht parken sollen. Warte, wenn wir hier starten. Komm da durch, Ayla. Ich kehre nicht um. Cathy? Ich weiß ja, was du finden willst. Aber ich denke nicht, dass es so sein wird, wie du es dir vorstellst. Oh, hier geht schon mal nicht lang. Wir haben Schmerz und Zerstörung erlebt. Ah, da hinten. Zu spät. Dann sag ich's halt, wenn du es so willst. Ich hab Angst. Angst vor dem, was du finden wirst. Angst, dass wir die Erde nicht retten können. Angst vor deinem Vater. Doch mehr als alles andere habe ich Angst vor dir. Warum vor mir? Verstehst du mich? Das Schicksal von uns allen liegt in deiner Hand und ich weiß nicht, was du damit vorhast. Bitte mach das nicht ganz allein. Wir kommen da durch, Ayla. Ich kehre nicht um. Cathy? Ich weiß ja, was du finden willst. Aber ich denke nicht, dass es so sein wird, wie du es dir vorstellst. Ich probier's mal mit Querfeld ein. Wir haben Schmerz und Zerstörung erlebt. Warum? Wozu sie fähig sind. Cathy! Ach, Rückblende. Dad, hilf mir! Ich hab keine Ahnung. Ich bin hier! Was? Wo denn? Hä? Kannst du mich sehen? Wo bist du? Der Sturm wird schlimmer, Mondbär. Komm her zu mir. Ich muss irgendwo ganz in den... Ach, da vorne. Du konntest mich doch gar nicht sehen. Cathy in den Schrank unter der Treppe. Ihr bleibt im Schrank, egal was passiert. Mama und ich kommen so schnell wie möglich zu euch. Liz! Liz! Cathy, komm her, schnell! Okay, die Animation ist halt Cathy? Schon... Ja, ich bin noch da! Heilung. Folgt der Stimme. Ja, wenigstens. Der Sturm kommt näher. Ich finde euch nicht. Liz! Liz! Ich sehe das Observatorium. Nein, 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 nein! Geht da nicht hin! Es ist nicht sicher! Nein! Liz! Oh no.
Oh, die zweite Tragödie. Kathy, bleib da, okay? Bleib da, okay? Bleib da, okay? Dad? Und so ist das Haus komplett verwüstet worden. Dad? Elizabeth? Oh mein Gott, Liz. Liz. Dad, Liz. Wo bist du? Liz. Liz. Dad? Dad, Liz. Bist du okay? Na komm, mein Schatz. Steh auf, Liz, komm schon. Liz, der Sturm ist vorbei. Komm schon, steh auf. Steh auf, die Zeit ist. Geh nicht. Geh nicht. Dad, bitte. Geh nicht. Warum sind wir nicht umgezogen? Warum sind wir nicht umgezogen? Warum sind wir... nicht einfach umgezogen. Wir hätten doch einfach schon umziehen können. Tragisch. Und der ist nur wegen so einem Sturm. So, geht's für uns jetzt? Oh, wir haben wieder Schnee. Und irgendwas anderes. Warum hat er sich die Mühe gemacht und ist in die andere Arche? Oder ist in der anderen nicht ausgehalten, weil da der ganze Trubel gewesen ist und die Leichen da sind? Stimmt eigentlich. Was mir jetzt gerade erst auffällt. Achso, wir müssen da lang fahren. Da war ja irgendwie null Verwesung. Also kann es entweder noch gar nicht so lange her sein oder es ist jetzt ja ein kleiner Detail-Schönheitsfehler. What the fuck? Was ist das für eine XXL-Kuppel da? Holy shit. Okay. Okay, jetzt bin ich mal gespannt, was wir da finden werden. Ah, das ist der Eingang. Zu der XXL-Kapsel hier. Das Ding ist echt massiv. Oh, nicht ruckeln. Spiel. Was soll das? Ja, mach mal die Tür auf, bitte. Cool. Da ist eine zweite Tür. Möchte die auch. Was zum... Das glaube ich jetzt nicht. Was? Sind ja doch nicht alle tot. Findet ihr jetzt nicht komisch, dass einmal von draußen jemand kommt? Also ich habe mit vielen gerechnet, aber nicht mit dem. Okay. Jetzt bin ich doch ganz klein wenig sprachlos. Spiel. Hörst du auf zu lecken? Soll das? Oh, das sind ja richtig viele Leute.
Ist Isaac hier? Isaac Johansson? Was bist du groß? Mein Gott, du bist so groß geworden. Es war's? Aber die Animation, die war echt ein bisschen awkward. Achso, Die Nachricht kam an. Ja. Ja, so einigermaßen. Das Einzige, was durchkam, war das erste Wort. Mondbär. Unfassbar, wie groß du jetzt bist. Ich find's unfassbar, was ihr da gemacht habt. Isaac, hier Conrad. Hallo. Es tut mir echt leid. Odem sinkt sehr schnell. Miyoshi und ihr Wasserstoff haben Priorität. Ich genehmige euren Kohlenstoff für die nächste Lieferung. Jill kümmert sich drum. Okay, danke. Genehmige die Anfrage, Argus. Ist das MacArthur's ASI? Ja. Ich habe ihn mitgenommen nach... Sind das die einzigen Überlebenden? Ja. Ich wollte, es gäbe mehr, aber es... es war ein übler Tag. Ja, das kann man wohl sagen. Trauma. Die Spaltung. Die Gewalt. Seit diesem Tag sind unsere Energieressourcen äußerst knapp. Okay. Nur ein Überfluss an Sauerstoff bekommen wir nach wie vor von Habitas. Ansonsten müssen wir abwägen, was wir mit unseren Ressourcen tun können. Und das ist... ist schwierig. Doch bisher funktioniert es. Es ist so wunderschön hier. Ja, allerdings. Fast schöner als auf der Erde. Ja. Also, ich würde sagen, ein paar mehr von diesen Kuppeln bauen, oder? Die anderen Leute, sie sind nicht so erfreut, dass ich da bin, oder? Nein, so ist das nicht. Sondern? Sie wussten nichts von der Nachricht an dich. Und haben wohl nicht erwartet, je wieder jemand anderen zu sehen. Oh. Wir sollten vielleicht den anderen irgendwie Bescheid geben, was hier ist. Ich möchte dir etwas zeigen. Ich habe lang gebraucht und mehr Ressourcen verwendet, als mir lieb war, aber ich konnte es halt nicht lassen. Sag bloß, du hast das Haus nachgebaut. Ja, er baut das Haus nach. Dad. Mir fehlen die Worte. Los, sieh dich doch mal um. Okay. Okay, ist aber schon ein bisschen protzig für das, dass man hier nur so eine kleine Kuppel hat. Aber krass. In der Küche eine Überraschung für dich. Ist das Haus nicht die Überraschung? Nun, ja und nein. Ich will jetzt nicht zu viel Rummel drum machen. Vielleicht gefällt sie dir ja gar nicht. Sieh dich also ruhig erst weiter um, wenn du möchtest. Okay, ja, ziemlich Rohbau hier drin. Aber nicht schlecht, nicht schlecht. Aber echt viele Ressourcen draufgegangen für das. So, Küche.
Überraschung. Oh, ich hab da vielleicht übertrieben. Hier ist sie. Ich weiß, du bist zu alt für Spielzeug, aber den hab ich gemacht. Aus Holz, das hier wächst. Schau, von dort drüben. Ich brauchte ihn halt einfach. Als Andenken an dich. Er ist sehr fragil, also bitte sei vorsichtig. Geht schneller kaputt als die von früher. Was denn? Magst du ihn nicht? Ich weiß, was hier los war, Dad. Die Hologramme. Und was du getan hast. Okay. Dann hältst du mich wohl für ein Monster. Nicht. Ich verstehe das schon. Ich denke oft dran. Jeden Tag. Ich dachte nicht, dass ich dich je wiedersehe. Ich wollte mich raushalten. Ich habe im Leben so viel falsch gemacht und aber damals musste ich sie beide stoppen, bevor hier alles aus war. Warst du etwa gegen Rosa und Homewood? Wolltest du denn nicht zu uns nach Hause kommen? Das ist kompliziert. Aber du bist hier. Jetzt bist du hier und ich lasse dich nie wieder aus den Augen. Hier bist du in Sicherheit. Ich beschütze dich. Versprochen. Dad, ich. Wir sind gekommen, um dich zu retten. Hörst du? Mich retten? Dich zur Erde zu bringen. Du willst mich zurückbringen? Aber deswegen habe ich die Nachricht nicht geschickt. Ich habe sie geschickt, damit du hierher kommst. Was machst du dann hier? Zurück auf die Erde. Sie werden. Was war der Plan? Was war der Plan? Ich weiß nicht. Aber Dad, wir müssen die Archen mitnehmen. Zur Erde. Nein. Archa Habitas liefert uns den Sauerstoff. Arche Vita gibt Leben. Wenn man sie wegnimmt, bricht die ganze Struktur, das ganze System zusammen. Du sagtest doch, es ist hier schwierig. Die Kolonie ist trotzdem stabil. Sie funktioniert für uns alle. Ich tat das auch für dich. Tja, Kolonie aufgeben oder versuchen, die Erde zu retten mit den Archen? Die Menschheit zerstört die Erde. Die Archen bestimmt auch. Sie gehen dann an die reichste oder stärkste Nation. Das darf. Schau, was wir vollbracht haben. Die Mondbasis.
Outward. Und die Erde retten will niemand? Ja, Amira. Der Habitat Roma ist zurück. Nur treffen wir uns gleich auf der Salonterrasse. Es eilt. Ich bin gleich dort. Warte bitte hier, ja? Ich erkläre alles. Versprochen. Bitte. Das wird noch ein sehr schwieriges Gespräch werden, vor allem wenn die anderen beiden dazu stoßen. Die haben sogar eine Kaffeemaschine. Ist mir jetzt erst gerade aufgefallen. Puh. Schwierig, schwierig. Bist du? Schnell, verstecken wir uns. Sie kommt zurück, gibt's ein Versteck? Schnell. Beeilen wir uns. Wie hast du uns gefunden? Ah ja, gut, andererseits gibt ja Spuren, ne? Ah, hier rein. Schnell. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gibt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.